Das anmachen. Schönen guten Abend. Ist ja gar nicht heute Abend. Ah, okay. Sonst hätten wir jetzt einen Geburtstag gefeiert. Das ist natürlich doof. Ja, dann Ryan, er grüßt dich. Ja. Taubenskette. Sonst hätten wir jetzt einen Geburtstag gefeiert. Das ist natürlich doof, ja, aber normalerweise würde ich jetzt normalerweise mit Pill und Bluff hier zocken, aber auch die sind krank, von daher geht gerade rum, geht gerade rum. Das ist, ist das Wetter. Das Wetter. Aber euch geht's gut, wenn ihr hier seid, hoffe ich doch. So. Ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Immer noch ein bisschen husten. Aber schon fast weg. Und selbst. Du kleiner Magier, sag mir gerade nochmal deinen TikTok-Namen, bitte. Bevor ich das verwechsle. Okay, ja, gut. Dann war ich auf der richtigen Fährte. Ich wollte nur nicht ins Fettdäppchen treten, ich bin ehrlich. Ah, sehr schön. So, was wird denn hier die ganze Zeit geschrieben? Ach, guck mal hier. Das Switch-Ding hat funktioniert. Sehr schön. Das Twitch-Ding ins Kirchen. So. So, ja, ganz gut. Hab Tickets für Hannover gegen Paderborn besorgt. Eins kostet 15 Euro, das passt aber. Was, wenn ich so aus?
Aber zum Glück gesund. Das ist wichtig. Gesundheit ist sehr wichtig. Wie geht's dir denn? Freund ist krank, aber dir geht's gut, hoffentlich. Da oben sind Spinnenweben. Hätte ich es nicht gesehen, wenn ich nichts getrunken hätte. Leon, einen wunderschönen. Wie geht's dir? Wie geht's dieser? Soweit, aber könnte halt besser sein. Ja, du. Immer, oder? Immer und überall könnte es besser sein. Aber solange man seinen Alltag bestreiten kann. Sonntag ist dann das Spiel und Montag Mathe, aber das heißt, samstags schön lernen, ja, und dann sonntags so ein bisschen Kopf frei kriegen. Und dann geht's Montag komplett ab. Genau in der Reihenfolge. Dir geht's wunderbar. Okay, weil es auch Lisa besser geht. Weil ich tatsächlich den Plan jetzt mal so gemacht habe, dass montags und donnerstags only Twitch ist. Ist so ein bisschen ruhiger und gechillter als auf TikTok tatsächlich. Und wenn ich gerade auf beiden Plattformen dann bin. Wenn ich nur auf einer bin, ist so ein bisschen gechillter tatsächlich. Muss so gemacht werden, auf jeden Fall. Gibt es. Ja, wo ist mein Obstler? Ja? Hallo? Martin, tummel dich nicht in meinem Twitch-Chat rum, komm rein ins TS. Ich gehe jetzt auch ins TS. Würde alles perfekt sein. Okay. Aber guck mal, der ist sogar schon immer hier. Martin, hallo? Ich war schon vor dir da. Also man hört dich aber noch nicht. Warte mal, hoffe ich. Warte mal, sag mal was. Ich höre mich, ich höre dich. Ja. Ich würde das gerne trotzdem umschalten auf Bedarf. Wo ist der Teamspeak hier? Ich chat einmal rüber. So, erzähl mal was. 1, 2, 18. 1, 2, 18 war Teamspeak nicht. Es mag nicht. Das ist ja interessant. Warte mal. Also es ist jetzt nicht schlimm, dass man den Martin hört, aber ich würde es gerne extra umstellen. Und zwar Aufnahme. Wiedergabe. Und zwar Chat hätte ich gerne. So, jetzt sag mal was. Ja, jetzt bist du auf dem Chat-Signal. Gut, ich mache frei, schalte ich mich wieder frei. So. Ja, ich dachte, du schreibst ja, wenn du dann da bist. Habe ich gemacht. Oder In Wort. in Word? Warte, ich guck Yes. doch nicht in Word rein. Ja, aber du stehst Wort. Ich muss dich mal ein bisschen leiser machen. Du bist heute extrem laut. So, jetzt kann ich auch den Chat wieder lesen. Gib mir deine Adresse, komm mit Krankenwagen vorbei. Das geht schnell. Aber nur wegen Obstler, Chimera-Tech, kommst du nicht mit Krankenwagen vorbei. Bei zwei Obstlern können wir drüber reden, aber nicht bei einem. Netflix möchte ich einfach weiter fertig. Alles klar, Ryan, schön, dass du kurz da warst. Bis später. So, was gab's denn Gutes zu essen, Martin? Bin ich live? Ich kann dich auch gerne wegschalten, wenn du das nicht erzählen möchtest. Ja. Ich habe kein Problem damit. So, jetzt bist du weg. Okay. Lecker, lecker. Sehr schön.
Ich hör mich ein bisschen doppelt bei dir irgendwie im Hintergrund. Ich weiß nicht warum. Hast du mich sehr laut irgendwie? Oder hast du Boxen an oder sowas? Weiß nicht, muss ich gleich mal gucken. Muss ich im Gespräch ergeben, aber ich glaube, es ist besser geworden. Okay. Okay. So, wir reden hier von Gläsern. Ich rede hier von Kubikmetern. Oh, okay, Chimera Tech, ich nehme alles zurück. Ich gehe davon aus, der Kofferraum ist dann voll. Lisa, ja, schwierig, würde ich sagen. Okay, das hört sich aber nicht so schön an dann. Letztes Mal hieß es noch, immer noch Krankenhaus, aber auf dem Weg der Besserung. Hattest du mich wenigstens eingeladen in eine. Nein, magst du das tun? Wir hatten gesagt, 10er, ne? Oder 9er. 9er hatten wir gesagt. Ich habe jetzt gerade einen Neuner genommen. Ist auch ein körperlich, ja, aber sehr viel Stress, vor allem wegen des Kindes und so. Daher geht es auf die Psyche. Oh, scheiße. Ja, okay, Leon. Also kann ich nachvollziehen, tatsächlich. Kann ich nachvollziehen. Ich habe Chimera Tech, alles gut. Du bist so lange da, wie du das gerne möchtest. Und ich freue mich über jede Minute länger. Aber wenn du jetzt schon gehst, wünsche ich dir natürlich einen wunderschönen Abend noch und einen erfolgreichen Tag. Ich mache auch mal bereit. Aber ey, ich bin ja wohl der beste Ansprechpartner in dem Fall. Das schaffen wir. Ach, auf jeden Fall schafft ihr das. Gar keine Frage. Wieder einmal liebste Grüße und schnellste Besserung, gute Besserung. Schnell gute Besserung. Nee, so schnell wollte ich auch nicht gehen. Habe ja noch meinen Rupsler. Okay, dann freue ich mich. Bleib da und trink ganz langsam deinen Rupsler. Wirst den Berg also rechts oder was? Da, ja. Was ich habe überhaupt nicht geguckt, was ich für ein Tank bin. Ich bin schwer, oder? Bin ich immer noch Medium? Okay. Medium Rare. Wo fahren denn die ganzen anderen hin hier? Bin ich nicht der Ein mit dir? Wir zwei sind die einzigsten? Nee, noch einer ist Medium. Medium. Bei Medium. Tatsächlich, Leon, kenne ich mich da gar nicht so aus, aber wenn du sagst, dass ihr da schon guckt, dass ihr da irgendwie jemanden Professionellen dann ins Boot holt, finde ich das nur gut, dass ihr da ein bisschen präventiv ja, schon einschreitet, sag ich mal. Und wir fahren jetzt tatsächlich alle Berge. Ich habe eben eine Runde gespielt mit meinem Ihrer war das, glaube ich, weil ich ja da Erfahrungen sammeln muss, damit ich den Fünfer kaufen kann. Ich habe ungelogen 5 Leute gekillt. Aber alle nur tatsächlich wirklich geklaut. Weil die hatten alle noch eben so 40. Ich hab am Ende, habe ich glaube ich 200 Schaden gemacht, aber da wird 5 Leute gekillt. Ja, war auf jeden Fall eine erfolgreiche Runde. Was sind denn hier? Ich kann halt nur von meiner Erfahrung sprechen. Ja, aber das ist schon mal mehr als gar keine Erfahrung zu haben, oder Leon? Und daher ist da Vorsicht besser als Nachsicht.
Also hinter dieser Kuppe da vor uns, wo jetzt der AMX hinfährt, da sind, glaube ich, ganz viele. Rechts ist einer. Der Kondens drüber. Ja, ich glaube, da stehen mindestens mal zwei Stück. Ja, bei euch da vorne, ja. Über der Kuppe. Direkt rechts steht auf jeden Fall schon mal einer. Echt jetzt? Wenn du das sagst. Was hält er denn hier so sein Rohr in mein Bildschirm rein? Was ist da los? Guck mal da hinten. Ich kann schießen, aber der AMX steht mir so ein bisschen im Weg. Boah, 19 HP noch. Jetzt kommt der Tiger. Der Tiger. Komm, auf. Traut sich nicht. Nieder mit dem Abstauber. Chimera Tech, lass mir doch einfach mal meinen Erfolg. Ja? Bei World of Tanks muss man sowas genießen. Und auch mal ausnutzen. Gewohnheitsgemäß wird man mehr Matches verlieren als gewinnen. Da muss man sowas auch mal machen. So, ja. Naja, da sie aber in zwei Tagen hatte, gehen wir zum Terror. Ja, Leon, auf jeden Fall. Genau. So das Richtige, was er dann tut. Absolut richtig. Da hinten ist einer mit 347 Leben nur noch. Hat sich irgendwie so ein bisschen versteckt. Geil war, dass wir eben in dem Match, wo ich die 5 Kills gemacht habe, sind wir außen rum gefahren, haben uns vor die gegnerische Base gestellt und haben sie dann von hinten alle kaputt gemacht. Und als der Letzte dann, der war irgendwie 3/4 auf der Map Richtung unserer Base unterwegs, und dann haben wir uns dann zu dritt in die gegnerische Base reingestellt und der konnte einfach nichts mehr machen. Der ist aber nur stehen geblieben, wir haben die Zeit runterrattern lassen. Oh oh. Ich komme hier nicht im Wasser nicht hoch. Nichts rum. Den soll es ja nicht so kommen wie bei mir. Wäre mit dem Kind ziemlich blöd. Am Ende können wir 3 Wochen nicht drauf aufpassen. Lass mal lieber. Das wäre sehr ungünstig. Gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Jetzt hier einfach mal ein bisschen querfeld ein. Sind die. Die harten Leute irgendwie noch nicht so ganz unterwegs heute Abend, ne? Also die Schwitzer, die Leute, die das gefühlt irgendwie 24/7 am Tag spielen. Hallo Martin. Ich stelle mich mal hier unten ins Gebüsch rein. Habe ich mich aufdecken lassen? Dafür einfach mal in die Dings reinzufallen, die Base. Bisschen nur Druck setzen, oder? Nein? Okay. Nur der ist auch weg. Der ist auch weg. Ich gehe jetzt hier rein. Dass ich mir zu erkennen zeigen muss. Da hinten, siehst du? Easy.
glaube, ich habe ich glaub, ich hab nicht einen Schaden gemacht. Obwohl, doch, kann sein, doch. Oh, Auftrag 13 abgeschlossen. Bist du hinter? Teamauswertung. Oh, ich habe null Schaden gemacht, ne? In unserem Clan, meinst du? Dann? Wohin? Dienst oder Aufträge? Bestellen Sie ein Fahrzeug der Stufe 6 bis 10. Mindestens in Fahrzeugen der Stufe. Mindestens zwei Gegnerfahrzeuge im Gefecht oder gewinnen Sie ein Abteilungsgefecht. Das habe ich auch so gelesen. Oder hätte ich es auch so gelesen. Ja, ist richtig. So, werden wir bei unserem Kleinen aber auch machen, sobald ein Anfangszeichen da ist. Lassen wir das abchecken von einem Profi. Besser früher als nie. Ihr kennt die Anzeichen am besten. Ja. Ja. Da. In einem Match oder was? Holy moly. Gut, hier in den größeren Stufen auf jeden Fall. Achso, ja, kann ich auch. So, mittlerweile bin ich ein Profi, ja. So doof es sich anhört, ja. Sehr wahrscheinlich schon. Hier hinter uns oder was? Ach da, okay. Na gut, ich guck mal, wo die anderen hin. Wir sehen jetzt ein paar mehr. Mittlere. Ja, mittlere Tanks. Och, wie süß der kleine Aufklärer hier ist. Auch der ist ja putzig. Das sieht aus wie so ein kleiner Droide von Star Wars. Der sieht ja voll süß. Ich glaube, es ist auch nur Glück, wenn du den mal triffst, oder? Ja, ist wie so ein Hilfsdroide von Star Wars. Jo, kriegst du schon direkt hier Damage oder was ist da los? Der Progetto ist hier aber auch, der steht auch echt doof, muss ich sagen. Oh Gott, brauche ich ja lange zum Nachladen. Ach du Gott, oh Gott. Ich liebe sie. Wäre aber auch schlimm, wenn nicht, Leon. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Aber ja, nach 20 Jahren sollte man die Anzeichen kennen. Besser als jeder Psychologe. Uiuiuiui.
glaube, ihr solltet da mal weggehen, weil ich glaube, ihr seid da doch sehr im Beschuss. Ja, der war gut getroffen eben. Ja. Was denn? Hinter uns. Ja, ich sehe es. Boah, der hat gut gesessen. Ich hab... Warum? Oh, nice. War nicht... Ja. What? Von der Art hier das? Aber von wo? Von wo? Ja, ich guck mir das an, aber von wo? Da hinten? Oh no. Das hab ich nicht gesehen. Ich bin aber auch weg. Das ist erstmal meine Frau. Damit könnte man treffen. Er ist gerade gekommen. Vielleicht komm ich ein bisschen. Okay, alles klar, Leon. Dann, wie gesagt, liebe Grüße an Lisa und lasst euch schmecken. Macht's gut. Ciao, ciao. Und gut, schnelle Genesungswünsche. Ich kann aber auch nicht sagen, ich kann dir nicht helfen, ne? Das ist doof. Ja, aber durch gucken oder so kann ich dir nicht helfen. Kann ich höchstens warnen. Unten im Wasser ist einer. Den könntest du noch mithelfen. Oder den. Oben kommt einer wieder, glaube ich. Pass auf. Ich habe da gerade eben, bevor er verschwunden ist, könnte sein, dass der sich da oben noch durchschlängelt jetzt. Da ist er. Ja, ich sag nur. Schaden. Wie zählt man das zusammen? Ich hab... Also ganz oben 820, mittleres ist 960. Ah, das unteres. Okay. Also 820 dann nur. Echt? Sie lässt sich schmecken, ja. Sehr gut. Match ist noch nicht vorbei, ne? Ah. Wie sieht denn eigentlich hier mit der Forschung aus? Okay, der ist halt komplett auf. Okay. Und was heißt Feldforschung genau? Inwiefern hilft mir das? Tritt 2. Ah, okay.
Und ab wann kann ich auf Nummer. Mit dem kann ich, wenn ich jetzt mit dem aber spiele, dann kann ich aber auch eigentlich kein. Also es bringt mir nichts in Bezug darauf, irgendwas hochleveln zu können, ne? Die freie Erfahrung auch quasi farmen. Okay. So. Küste oder Ruine? Unser Dorf, okay. Dafür, dass World of Tanks ja auch schon eigentlich relativ alt ist, finde ich, hat das Game schon eine schöne Grafik. Okay. Oh, doch, da hinten. Uiuiuiui. Ich guck gerade mal auf die andere Seite hier. Aber da ist. Gehen wir gerade einen Stein weiter. Ah, was? Da, was? Ich schleppe mich hier hinter den Stein, damit ich irgendwie überlebe. Von 5000 Seiten gerade eben abgeschossen worden. Ja, Chimera Tech Hause weg. Ja. Mit meinen 5 Leben mache ich auf jeden Fall noch richtig viel. Definitiv Spiel entscheiden, was ich hier noch machen werde. Einfach aus dem Nichts von 5 Leuten irgendwie gefühlt angegriffen worden. Da ist er wieder. Komm. Könnt ihr nochmal einen Ticken weiter vorfahren, dann könnte ich ihn auch treffen. Gibt's nicht, ich treffe ihn nicht, ne? Ah, guck, was soll ich mit 5 Leben machen? Und wenn ich. Und ich drücke. Ja? Ich habe da in meinem Stream mit solchen Worten kein Problem. Auf Twitch ist das nicht so schlimm. Wenn du halt richtig Next Level spielst, kannst du mit sehr wenig HP sehr viel machen, aber wenn, ist halt das Problem. Ja, das stimmt. Da kommt ein kleiner, ja. Welche negativen Aspekte oder welche negativen Stats gibt dir defektes Munilager? Mhm. Ah, okay, das mit dem Brennen dann, also dass es anfängt zu brennen. Einfach explodieren, so von jetzt auf gleich. Okay. Ja, Kim. Mhm. Ich guck.
Hier raus. Chimera Tech, ja, aber so Next Level bin ich definitiv noch weit entfernt. Wäre. Ich sehe mich halt einfach so in diesen mittleren eher, ne? Ah, hier. In China. Panzer. Mein Name. Ja, ich habe nur den, tatsächlich. Ich habe nur den. Ich würde jetzt ungern für den jetzt irgendwas ausgeben wollen an Geld. Aber ein Feuerlöscher. Warte, nee, dann nehme ich einen anderen. Dann nehme ich halt einen schweren. Das ist gut. Warte mal, ich guck gerade mal. In der Kategorie schon, ja. Ja, okay, wir können. Warum geht das nicht? Ach, das ist beendet. Ah, nee, weil der Mitra-Zeitraum, wo ich jetzt gerade hier den Typen gewählt habe, beendet war. Jo, dann kann ich auch den hier nehmen. Ja, dann lass ihn den 9er weiterspielen. Ja, bei dem habe ich nämlich als alles ausgerüstet, deswegen. Nicht geeignet für den Zug. Weil du noch im Dings warst, okay. Ich hatte mal so eine Runde. Das war wirklich das Beste, was mir jemals in World of Tanks passiert ist. Aber halt eine Runde von 1200 plus Spielstunden, okay. Was ist so krasses passiert? Gefühlt die Map alleine gerockt oder was? Wohin? Richtung Küste jetzt? Okay. Links. Alter, wie sie direkt alle aufgedeckt wurden. Alter. Okay. Das ging flott. Ja, besonders ich. Aber ich versuche es. Was heißt das Scheren für Ehrenrohr? Ah. Das heißt für längere Sicht oder was? Okay.
Ja, jetzt bleib ich gerade nochmal stehen, warte. Ah ja, okay. Ich würde da drüben gerne helfen, aber die sind leider hinter den Hügeln. Oh Gott, die sind ja hinter mir. Nee, doch nicht, die sind nicht beschienen. Nicht. Wie kommt der Kleine jetzt hier hoch? Überraschung. Ich hab da Schiss, da hinten der Fusion, dass der mich da knallhart wegmacht. Oh Gott, da kommt einer. Der lang? Wer fährt? Warte, da hinten lang. Okay, alles gut. Macht es Sinn, da hinten zu helfen? Da? Auf der rechten Seite? Da habe ich für... Wettner. Boah, Alter! Wir sind bewegungsunfähig. Komm! Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Null! Null! Ich habe den null gesehen, ehrlich. Oh mein Gott. Wie schlecht einfach nur. Der war so schnell bei mir gefühlt. Für meine Verhältnisse. Oh Mann, ey. So, Tier 10, hab viel aufgeklärt. HVK 30 gespielt, alles gewone-shottet und nicht mal einmal Damage kassiert und alle anderen aus dem Team sind gestorben. Muss man gesehen haben, kann man nicht so gut beschreiben. So, mein Obstler neigt sich dem Ende, meine Web allerdings nicht. Das heißt, ich bleibe noch ein bisschen länger. Ich würde sagen, das lief nicht so gut. Ja. Chimeratec, ja, tatsächlich, ist ja definitiv, dieser Spruch sehr repräsentativ. Glaubst du, das Match geht noch lange? Bist du noch drin? Ah, okay, dann bleibe ich im Neuner. Warten wir. Ja, cool. Oh, ich würde sagen, das lief nicht so gut. Zum Glück sind wir hier bei World of Tanks und nicht bei irgendeinem... Was war das? Hubschrauber, Einsatz, Polizeigedöns? Ja, cool. War alles geplant. Das stimmt. Elite-Stufe erhalten. Elite-Stufe 3. Was heißt das? Okay. Und wir arbeiten jetzt,
Also theoretisch arbeiten wir jetzt gerade hier auf dieses 6 bis 8er, 6 bis 10er Ding, also auf diese Militärdienstaufträge. Willst du, dass wir die abarbeiten? Okay. Mir ist das egal. Du musst ja dein Zeug aber auch noch machen, ne? Da macht es halt nur Sinn, wenn wir beide bei einem guten Match davon profitieren. Von daher. Richtung Berge vielleicht? Was denn schreibst du an? Warum? Ach so. Und jetzt schon bei mehreren Matches dabei. Ach, die bei uns im Clan waren es jetzt. Ach so, ja. Wer kennt denn nichts? Werden die Leute einfach eher akquiriert. Kommt, join the army. Was bedeutet diese Zahl jetzt zum Beispiel, der Typ, der jetzt gestorben ist mit 196, was bedeutet das? Das ist das. Das ist das. Okay. Das heißt, der hat Stufe 196. Das ist krass, oder? Alter Schwede, ey. Ist einer. Schwerer. Was ist Jagdpanzer? Oder schwerer Panzer? Ja, okay. Der Hügel da. Rasch nach vorne. Da kommt noch hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin gleich da, ich bin nur gerade gegen Stein gefahren. Bestimmt von hinten irgendwo. Was war?
Der Dead, wie heißt der? Der vor uns. Okay. Hinter dir? Da ist auch noch einer, Achtung. Okay. Och man. Immerhin habe ich einen Kill, einen Treffer gelandet. Hup, hup. So. ja, irgendwie passt die zu dem Spiel, ne? Hat was. Ich würde sie wahrscheinlich privat auch nicht hören, aber hier im Stream. Irgendwie ganz, ganz lässig, muss ich sagen. So, Jess und Blues-Musik, sowas in die Richtung. Jess, Blues, so in die Richtung geht das eher. Oder am besten. So. Das liegt nur an mir. Oh ja, Techno höre ich auch viel. Hardstyle ist eher nicht so. Das ist dann geht zu weit rein. Aber Techno ist auch so meine Sparte, die ich auch gerne höre, ja. Im Bild hast du diese übelst gemetzelte Explosion und dann kommt die Musik so und macht alles übelst locker. So. Ja. Naja, mach du mal. Ich warte. Wobei ich im Moment auch mehr so wieder auch gerne mal die 2000er Rockhymnen oder sowas höre. Gibt es so Playlists auf Spotify. Die laufen auch gerne bei mir mal im Moment. Also ich bin ja immer noch nicht so ganz schlüssig, welche Munitionsart ich nehmen soll, ne? Also ich bin ja da bei den Schweden-Panzern im Moment so ein bisschen am ausprobieren. Und ich weiß nicht, ich bin irgendwie sowohl mit Panzerbrechen als auch mit den Sprengkanaten irgendwie nicht ganz so zufrieden. Nee. Hohlladungsgeschoss wäre es bei mir jetzt. Ja, Hohlladungsgeschoss ist halt einfach die Kombination aus beidem, ne? So ein bisschen. Ja. Aber ich weiß nicht, was kostet das denn insgesamt, wenn ich die Hohlladungsgeschosse nehme? Das ist sehr teuer, ja. Das ist sehr teuer. Ja, ich bleib mal bei dem. So, mir wird es auf dem Balkon zu kalt und ich darf in 6 Stunden arbeiten, deswegen ciao. Und ja, so 2000 Best-of höre ich auch immer wieder. Mal beste Munition ist und bleibt Premium-Munition. Aber die kostet halt Münzen auf hohen Stufen, kein Problem. Aber dir, glaube ich, ein bisschen teuer. Ja, deswegen, ich bleib mal bei der Munition. Ich bedanke mich, dass du so lange zugeschaut hast, Gemera-Tag. Wünsche dir auf jeden Fall morgen einen hoffentlich halbwegs entspannten Arbeitstag. Und bis zum nächsten Stream. Glaube ich, ne? Du wirst wieder einschalten. Mach's gut, ciao.
Stadt. Berge. Zu den Bergen. Los geht's. Ja. Oh ja, Berge. Berge sind beliebt. Ich gucke nur ein bisschen über den Hang drüber und bin jetzt schon dreiviertels runtergeschossen. Es ist einfach unglaublich, ne? Es ist unglaublich. Bist du schon down? Nee. Lebst noch. Ich würde gerne schnell zu euch fahren, aber dann bin ich tot. Wenn man schießt, wird man automatisch aufgedeckt. Okay. Das wird wohl so sein, ja. Wir werden jetzt alle schön in unsere Base fahren, glaube ich.
Von links? War denn nicht noch einer von uns eben die ganze Zeit? Hm. Der war wohl dann nicht mehr da, um zu saven. Der hat mit der Premium-Munition geschossen. Hm, doof. Boah, schön in den Arsch hinten. Sauber. Wir können ja mal eine Runde Sechser spielen. Zurück zur Garage. So. Was ist denn hier? Leichter Elite-Panzer. Leichter. Nur leichte Elite-Panzer auf der 6er Stufe. Warum das denn? Tatsächlich aber. Ist jetzt raus. Habe ich keine. Bis zu welcher Stufe habe ich denn die Amerikaner? Bis Stufe 5. Mache ich mal hier die Selbstfahrlafette. Brauche ich Forschung? Wie viel Forschung fehlt mir da? Lol, okay. Gut, vergiss es. Das ist doch scheiße. Ja, egal. Nehmen wir dann trotzdem hier den. Als leichter Panzer bin ich Aufklärer, ne? Ja, schauen wir mal. Einfach vorne ein bisschen rumfahren. Wahrscheinlich als einer der ersten dann down gehen. Ich brauche jetzt mindestens einen 6er, ne? Ja. Ja. Sorry. Ein bisschen durchgeschaut. Nein, nicht zurück zur Garage. Oh Gott. Ja, dann gucke ich mal, was ich mit dem reißen kann. Vielleicht bin ich ja so der Aufklärungstyp. Wer weiß. Okay. Zeigefinger und Mittelfinger sind von der Maus abgespreizt. Jetzt würde ich ein Sektglas halten.
Close. Oh, scheiße. So, habe ich ein bisschen was aufgedeckt? Okay, das war's dann für mich. Wo ist er, Martin? Da. Was hast du, Jagdpanzer? Besonders, von wo bist du denn noch beschossen? Links von da hinten. Okay. An der Küste da entlang. Ah, okay. Schade, dass ich keine Selbstfahrlafette, also keine Arti habe in der Größenordnung. Aber der steht ungünstig zu dir gerade. Jetzt kommt er. Ja, kannst du nichts machen. Geh mal gerade raus, weil ich mal gucken will, wie das ist, ob ich vielleicht mit Gold Erfahrungspunkte irgendwie umtransferieren kann. Oh, Tatsache. Oh, das ist ja gut. Ja, ich würde dann tatsächlich Gold in die Hand nehmen. Aber ich habe ja Gold. Ja. Dann kann ich aber, ich habe wenigstens meine Selbstfahrlafette. So, natürlich erstmal die ganzen Mannequins hier. So, die sind jetzt alle nicht auf das Fahrzeug spezialisiert, aber es ist ja im Moment
Kein Problem. So. Ja, genau. Genau das. Ach so, du meinst. Okay, hier sofort. Okay. Weil ich die erst auch auf das Fahrzeug ausbilden muss. Und das kostet mich aber auch im Moment nichts tatsächlich. Aber okay. Das heißt, hier drauf gehen und dann Kommandanten rekrutieren oder was? Aber das kann ich nicht machen, weil das ist wieder hier ausgegraut. Weil. Zur Garage. Mal hier drauf. Tauschen. Oh, ich habe wieder nicht gut genug Betten in der Kaserne. Aber die sind alle in der Kaserne drin, die ich hier habe. Aber kann ich da nicht einfach die Leute einfach hier feuern, die 0% haben? Hier, der. Ja. Okay. Okay. Bei dem genauso dann. Okay. Ach so, und die sind schon automatisch dann 100% und ich kann direkt die Dings wählen. Okay. Ja, damit er das. Okay. Waffenbrüder, hast du mal gesagt, ist am Anfang eigentlich das Beste, ne? Wenn alle das erstmal das geskillt sind. Du hast Erfahrung und so. Dann müssen wir den jetzt hier einmal kurz mit Feuerlöscher, Hilfekasten und Ersatzteile ausstatten. Wir brauchen Munition. Was kostet denn da die teure? Oh, die ist nur 21.000. Das kostet ja gar nicht so viel im Vergleich zu den anderen immer. Weil, was haben wir da? 666. Die hier, ne? Radius, ne? Betäubungsdauer, das ist ja schön. Ja. Finde ich gar nicht mal so doof. Dann nehme ich die. Ah, das ist alles zu teuer. Ja, ich spiele den jetzt erstmal so. Äußeres noch. Schöne Lackierung wählen. Ja, bin bereit. So. Ich mal, wo ich mich hier so hinstelle. Mhm.
Okay, mindestens. Okay. Ja, das hattest du mir geschickt gehabt. Da habe ich auch in Adnan schon eigentlich drauf angewiesen, dass der so gegen 7:30, 8 nochmal vor in die Firma kommt. Ich oder was? Okay, warum bewegt er sich nicht? Ist der AFK? Soll mir recht sein. Ach, da der Govika. Hab ich eben schon einmal. Und nochmal. Sehr gut. Wenn du das die ganze Zeit machst, dann ist das sehr gut. Weil der ab und zu wegploppt und dann sehe ich ihn wieder. Aber ich glaube, ich muss gleich auf der anderen Seite vom Fluss sind die Gegner. Ich hoffe, ich kann den noch einmal... Ist er noch da? Putze. Bist du in der Lage, den nochmal aufzudecken? Den Butzer? Okay, die kommen jetzt gerade hier bei uns über die Brücke drüber.
Scheiße. Okay, ja, jetzt bin ich weg. Ich kann auch gar nichts machen. Aber 400 Schaden. Immerhin besser als gar nichts. Ryan, hi, grüß dich. Heute kann es richtig schön mal schneiden. Der Benny fährt doch wieder Sonnenschein. Naja. Gewinnen wir? Nee, wir gewinnen auf keinen Fall. Ah, der ist weg. Yep, I've been drinking again. Das stimmt, auf den Schock erstmal was trinken. Ja, aber machbar, zumindest mal ein paar Leute noch holen, ist auf jeden Fall möglich. Guck mal, der eine nur 68, der hier 276, der andere nur 142. Ja, dafür hätten sie aber besser treffen müssen, ja. Das ist richtig. Der macht's jetzt alle, mit 53 HP. Der reißt das Ruder rum. Noch nicht mal. Hä, wo, wie hat er den dann gekriegt? Zurück zur Garage. Ryan, nee, hab ich noch nicht geguckt. Aber du wahrscheinlich. Und was hältst du davon? So. Munition finde ich ganz. Ja, weiß ich nicht. Es könnte noch ein bisschen mehr Bums haben, aber die hat halt auch nur ihren mittleren Schaden gemacht, ne? Von heute Abend, oder was? Wo kannst du das nachgucken? Im Zug, oder was? Ach da. Höchstleistung? Ups. Ja, würde ich schon einmal noch hier. Damit wenigstens der Kauf gelohnt hat. Ryan, okay, dann werde ich diese Serie mir mal auf die Merkenliste setzen. Tatsächlich, wenn du das sagst. So, du sagst, als Arti am besten irgendwo hinten reinstellen. So weit wie es geht. Mit viel Kraft, weil große Kraft bedarf großer Verantwortung oder irgendwie sowas, ne? Martin, als einzigster Scout. Wo
stellten sich die Arti hin? Dahin. Da wollte ich mich eigentlich auch gerade hinstellen. So, dann schauen wir doch mal. Ja, komm. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Kann ich den nicht? Ach, wegen dem Haus, hä? Wegen dem Haus. Yep, I've been drinking again. Oh, gleich. Wenn da mal einer bitte aufdecken würde. Ja. Oh nein, er kommt früher, er fliegt zu früh ein. Bisschen über rechts auf der Seite, ja, gleich, warte. Especially, nö, da würde man ja gar nichts mehr vom Spiel sehen. Ja, dann müsste was aufgedeckt sein. Erst hier die Calls machen. Na, guck mal da. Da ist doch einer. In den Dings, ja. Ich schieß einfach mal. Es ist zwar nicht rangezoomt, aber ich schieß erstmal. Boah, nice. Das war lucky, dass der Shot so gut kam. Du siehst nichts, was in meinem Team los ist. So schlimm. Ich guck mal rein. Ja, aber so schlimm ist es jetzt nicht. Nur die linke Hälfte, ja. Na, den kann ich leider hinter dem Haus nicht. Oh, der ist eh weg. Was ist denn mit dem 01er da? Ah, da. Oh, einen kritischen Treffer. Nice. So, dann müsste die rechte Seite fast bei euch erstmal clean sein. Warte mal, dann mache ich, warte. Guck mal, dann, especially, dann mache ich dir den Vorschlag. Ah, nee, warte, das war falsch. Das hier. Okay. Möchte den Vorschlag. So besser. Boah, zwei Leute auf einer. Warum bin ich hier? Ich wurde getroffen. Verpiesel mich mal. Okay.
schauen, ob ich von hier aus erstmal besser stehe. Natürlich niemand aufgedeckt, ne? Da. Der hat gesessen. Ja. Auf der Stelle oder was? Ja. Ah, der sieht mich per se aber nicht, sondern der weiß nur, von da wurde geschossen. Okay. Mhm. Gut, kapiert. Watchte, meinen wunderschönen guten Abend, grüße dich. Danke dir für dein Follow, schön, dass du da bist. Moin, moin. Okay, ich weiß, was du meinst. Moment, das kriegen wir auch noch hin. So. Das muss jetzt erstmal so da stehen bleiben. So. Mehr kann ich erstmal nicht tun. So, siehst du, wie du was gelernt? Sehr gut. Dankeschön. Es freut mich. Ich höre ja auch Feedback. Ist ja nicht so, dass ich ja feedback-resistent wäre. Ja, ich sehe den tatsächlich. Schade. So. Ja, aber die Runde läuft tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Bist du, ach so, du bist, so, in der Zeit, wo ich da rumfahre, habe ich auch nachgeladen. Das passt dann ganz wieder ganz gut. Jetzt müsst ihr nur noch mal aufdecken. Geh? Nee. Ja, ich hätte vorhelfen müssen. Ist zu früh. Oder zu spät. Nicht weit genug. Was mit links? Nee. Rechtsklick? Ah, mit Rechtsklick. Okay, STGR und Rechtsklick. Oh, das ist ja nice. Sehr gut. Wenn jetzt dein Teammate noch... Ja, das stimmt, aber Martin möchte nicht gehört werden. Und das respektiere ich. Das wäre jetzt ein Tipp zu viel. Nee, ich respektiere. Wenn ich mit jemandem zusammenspiele und er würde jetzt gerne nicht im Stream gehört werden, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Dann ist das so. So, da oben. Da oben hinschießen. Glaubst du, da ist die Arti drin, Kollege? Nee. Ich habe nicht geschossen. Wo? Hier? Ja? Ja?
Ja, da ist was umgefallen. Das da? Bei mir? Ach so, ich bin auch gekämpft. Ja, ey, komm. Ich dachte, ich hätte da drüben jemanden aufgeklärt oder keine Ahnung, ihr habt es gesehen. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Mal ganz ehrlich. In der Zeit, wo ich auf den reagiert hätte, hätte ich ja nichts machen können. So. Ja, aber ist wirklich sicher, dass das mit der G-Taste, dass man eine bessere Ansicht hat? Wenn du so diese 3D-Ansicht, sag ich mal, hast. Ist das besser? Oder ist das einfach nur Empfindungssache? Mhm. In die Stadt rein, okay. So. Weiß ich nicht. Ja, hilft, aber kommt drauf an, welcher Winkel und wie er steht. Okay. Also es ist situationsbezogen einfach. Okay. Wir sind mal knappes Game hier, glaube ich, oder? Ah. Der Burzer ist. Komm, mach den da unten weg. Was macht die Arti? Die fährt gerade rum, okay. Gucken wir mal, ob er gleich bei der nächsten Runde ist, especially. Aber dankeschön für die Info, dass ich tatsächlich wirklich mal mehr mit der Perspektive spielen muss. Gut, er steht jetzt halt in der gegnerischen Base, der wartet jetzt, okay. Ich wollte gerade eben sagen, das macht ja. Das klappt nicht mehr. Da ist die Zeit, die Base einzunehmen, dauert länger als das eigentliche Spiel. Der muss jetzt was tun. Außer wenn er jetzt noch gekillt wird, oder? Rum. Eine Minute, noch nicht mal die Sekunde, ja. Ja, ja. Ja, mit meinen paar Gefechten. Viele Gefechte habe ich noch nicht, das stimmt.
Aber ich versuche einfach so meinen Panzer zu finden. Und wenn ich mit der Arti schon hinten stehen kann und vielleicht ein paar Gefechte mal gewinnen kann oder machen kann. Einfach so ein bisschen Findungsphase, ne? Aber doch nicht Arti. So, wolltest du jetzt nochmal mit den Achtern oder sowas weitermachen? Oder nochmal versuchen, was zu machen? Mir auch, tatsächlich. Sag du an. Ja, ansonsten können wir auch einfach nochmal ein bisschen, um meine Schwedentour da weiterzumachen, da bei denen weitermachen, wenn du Bock hast. Ja. Da bin ich nämlich. Klarer Panzer, da fehlt mir. Bin ich mit dem Lago nämlich unterwegs? Nein. Was war das? Ja. Der da. Ja. Genau. Ja, dann lass doch da einfach nochmal so zwei Matches oder so machen. Und schauen, wie es läuft. Ja, also, okay. Okay, dann warte ich auf. Alles gut. Wo wirst du dich an orientieren? Werde ich auch eher so in die Richtung der Kante dann auf Linie 2 dann ein bisschen runterfahren. Aber ganz weit oder Linie 1 sogar? Ja. Ja. Geil, dass der so eine krasse Aufklärungsreichweite hat, ne? Bin hier unten in der Schlucht, kein Mensch sieht mich. Und ich bin aufgedeckt worden. Das ist wohl wahr.
Jetzt hat er sich genau vor mich gestellt. Ich bin rausgefahren und ich wurde angeschossen. Gut. Keinen Sinn, dich da rauszustellen. Das ist eine doofe Position hier, wo ich bin. Werde ich es erstmal hier so ein bisschen aussetzen. Da hinten ist auf jeden Fall irgendwo ein Jagdpanzer. Weg. Ist der 14 TP nicht bei mir hier in Scout? Der Scout ist jetzt weg gleich. Der Moventa hat sich ein bisschen umorientiert anscheinend. Weg ist er. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist da noch jemand oder ist da niemand? Kann man sich da ein bisschen vortrauen? Also ein M10. Aber unser Scout traut sich mal ein bisschen weiter vor. Gut, der ist jetzt auch gleich weg. Da kommt jetzt noch ein M5 Stuart. Ist er auch ein Scout, oder? Habe ich gerade ein paar Bäume fallen sehen. Bin gespannt. Und den Semoventa habe ich aber auch echt luckily getroffen. Nicht gedacht, dass der Schuss durchgeht.
Ja, theoretisch bedeutet es jetzt eigentlich so ein bisschen Zeitspiel, oder? Weil wir. Eigentlich sind die Gegner im Zug, ne? Zugzwang. Okay, die anderen orientieren sich alle jetzt mal ein bisschen mittiger. Warte jetzt nochmal kurz. Was die so aufdecken. Wir sind halt auch nur noch drei Leute, ne? Einer noch. Wupp, wupp. Gute ist, da wirst du nicht mit bei Fehlern nicht direkt so krass bestraft, ne? Bei den niedrigeren Leveln. Ist ganz angenehm. Man kann nicht dann den nächsten nehmen. Nur noch 3000 Forschungspunkte. Noch 3000. Ja, alles gut. Schon sehr spät für dich, ne? Ach stimmt, du bist ja gar nicht da. Ja, ich weiß, aber ich hatte es irgendwie verdrängt. Vielleicht so ein bisschen auch. Die verloren haben. Oh, mein Pops. Auf geht's. Ja, komm. Psycho-Cat. Dann fahr halt. Wo fahren denn die anderen mittleren hin? Mehr so in die Richtung. Dann fahre ich mal mit der breiten Masse so mit. Ja!
Oh nein. Wie meine Schüsse einfach nicht durchgehen, ne? Abpraller. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Wir haben die Kette repariert. Ich krieg keinen Schaden durch. Ich krieg keinen Schaden durch, ne? Ich schieß drauf, es geht nichts durch. Leon, hi, hola. Ja, alles leer. Ich glaube, sie ist schwanger. Das wüsstest du aber, oder? Wenn sie schwanger wäre. An welchem Symbol siehst du das jetzt? Welcher ist denn die Lev? Also ach, da, die Lev. Ah, okay. Ja, ja, der Drobokop. Ich verstehe es nicht. Da fahren die auf dich zu, ich schieß drauf und es sind nur Abpraller. Nur Abpraller. Ne? Ich denke. Oh je, das packt er doch nicht. Ja. Churchill gegen Churchill, aber der andere Churchill hat wohl ein bisschen mehr, größeren Vorteil. Oder früher angefangen zu schießen. Hm. Null. Ich hab 5 oder 6 Mal auf die Leute geschossen. Ich habe 0 Schaden gemacht. Das kapiere ich nicht. Am besten gar nichts. Alles klar, Martin. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und morgen einen schönen Urlaubstag. Wir sehen uns dann erst am Donnerstag wieder. Teams. Okay. Okay, Doc. Also morgen kurz bei BHI dann. Wegen den Haltern dann fragen, ja. Wo war er denn? Oh, okay. Und lol, okay. Nice. Sehr gut. Ja. Ja gut, aber das hat den Plan hast du hingelegt, wo sie gemacht werden soll.
Okay. Weil wir, das soll morgen gemacht werden, oder was? Ich glaube schon, ja. Ja. Quasi da, wo jetzt immer der Steiger steht, ne? Meinst du? Gut, der Atomic weiß aber Bescheid, oder? Mit dem Aufmessen. Für die Durchbrüche. Also die Steigeschächte. Mhm. Also das war, der Robert weiß auch das, was du mir jetzt erzählt hast, ja? Das heißt, wir können uns da ein bisschen aufteilen. Der Robert kann sich um die, vielleicht die Kernbohrung kümmern, wie vom EG in UG gehen, und ich gucke, dass das mit dem Haltern klappt. Vielleicht. Gut, 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 gut. Okay. Ah ja, wir gucken mal, was wir morgen hinkriegen. Ja? Was waren da? Haben sie was gemacht? Ja. Das war ja da schon passiert, als ich da war. Ja. Alles keine Arbeit. Ja. Das ist nicht so gut, oder? Auf wie viel haben wir ein bisschen Puffer? Zu wenig, oder was? Okay, ah ja, gut, haben wir ein bisschen Puffer noch wenigstens dran. Okay. Ah, ja. Mhm. Gucken wir mal, ob sie das kapieren.
Viertel nach drei oder was? Und weil die Viertel nach vier. Und aber wie lange war ausgemacht? Okay. Ja. Feierabend auf der Baustelle. Aber um 4:30 dann. Jo. Super. Kann man die auch nicht verübeln, ne? Also ganz im Ernst. Kann man die nicht verübeln. Ja, aber ich bin trotzdem mal gespannt, wenn die Dings kommt. Danke, Twitch Enjoyer, für den Follow. Vielen, vielen Dank. Geht auch gleich weiter mit dem Gameplay. Wenn er die Stunden reinbringt und er halt ab 7:30 aufgeschrieben, kriegt er die halbe Stunde abgezogen. Ganz eindeutig. Habe ich keine Bedenken beziehungsweise keine Probleme damit. Meiner Meinung nach. Aber gut. Alles klar. Ja, ich guck mal. Alles klar. Dann, wie gesagt. Alles klar. Gut, bis dann, schlaf gut, ciao. So, jetzt gucke ich mal gerade mal Teamspeak. Kann ich ausmachen. So. Also, Twitch Enjoyer, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Und wir machen jetzt weiter mit dem Gameplay. Ich hatte nur eben gerade eine Unterhaltung mit einem Arbeitskollegen. Wir haben ein bisschen über die Arbeit geredet. Ich bin im Moment bei der Baureihe der Schweden dran. Brauche tatsächlich noch für das eine Daily tatsächlich noch einen einzigen Hit. Tatsächlich nur noch. Und brauche bei der Forschung eigentlich nur noch 3000. Ja, gar nicht mehr so viel. Deswegen gehen wir ins nächste Gefecht rein. Wir warten gar nicht lange, sondern gehen rein und gucken, dass wir da mal ein bisschen vorankommen. Let's go! Ist gar nicht so einfach, die Cam und den Chat irgendwo sauber unterzubringen. Jetzt im Menü zum Beispiel sieht es hier voll verlassen aus, wo ich jetzt mit der Cam bin. Naja. Türchen Joyer, außerdem Glückwunsch für den 100. Follow. Sehe ich jetzt gerade erst. Oha. Ja, das heißt, du musst einen ausgeben, ne? Also. Inoffizielle Regel. Und falls du auch sehr groß im Thema World of Tanks drin bist, bitte verzeih mir Fehler. Ich bin zwar seit. Wie lange habe ich mein Konto? Seit 9 Jahren. Oder sogar noch länger. Aber, muss ich wieder entfolgen. Ich bin nicht gut in dem Game. Ich bin noch in einer sogenannten Lernphase. Deswegen tut es ganz gut, mal wieder eine Reihe von Grund auf zu spielen. Ja. So. Ich orientiere mich einfach mal an der breiten Masse, wo die entlangfahren.
Macht es nicht mehr Sinn, die Webcam? Warte mal, wir müssen ganz kurz, ich muss ganz kurz mal das hier im laufenden Match gerade mal switchen. So. So. Das passt. Jetzt nur noch den Kofi Alert. Einmal bitte kurz. Wir fahren gleich weiter. Es tut mir so leid, dass ich das gerade hier, wie gesagt, im laufenden Match machen muss. So. So sieht das auch schon besser aus. Da können wir uns, wenn ihr auch sehen, wo sie langfahren. Wir orientieren uns dann auch noch einfach rechts entlang. So. Etwas kleinere Cam. Und dann über die Minimap. Das würde bestimmt gut passen. Oh, das ist auch gut. Dann würde es nicht so verloren aussehen. Ja, mache ich gleich. Mache ich gleich. Ich merke mir einfach mal. Ja. Ende des jetzigen Chats. Ja. Sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Setzen wir gleich in der Garage um. Danke für die Idee. Ja, kein Thema. Ich stell dich einfach voll vor die Flinte. Ja, es ist okay. Oh, der hat gesessen. Wo fährt er denn jetzt hin? Wir sehen ihn doch. Ach, der fährt jetzt zu dem. Okay, ja, gut, der ist da oben, der ist weg. Hoffentlich. Wir gucken, wir warten. Was macht denn der Churchill da? Ach, das ist hier unten. Ah. Von wo? Von hinten? Dass er nicht durchging, habe ich auch gesehen, Kollege. Oh Mann. Das gibt's nicht, der kann mich jetzt nicht kaputt machen, das kann's wohl nicht sein. Weißt du, der hat 28... Oh Gott sei Dank. Ey, ich hätte jetzt wirklich, ich hätte Rage-Hit gemacht, ehrlich. Der nächste hinten dran. Oh fuck. Wirkungstreffer, das war's für uns. Raus hier. Shit. Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, ehrlich. Drecksack. Bin ich ehrlich. Oh Mann. Naja, gut. Ich glaube,
Die Runde könnte noch interessant werden. Ich würde gerne die Kollegen hier an der Linie sehen wollen. Schlicht, 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 schlicht. Das war unüberlegter weiterzufahren. Und wenn, dann hätte er sich hinten auf den 39er stürzen müssen, direkt. Also den direkt mitnimmt. Boah. Der nächste. Super. Ja, der Art hier. Was sollen die machen, Alter? Ja, der kann den doch mitnehmen da. Aber das war's dann auch. Der kann versuchen, da den kleinen Aufklärer noch zu holen. Zwar close. Ja, jetzt kommt dann noch der M4-1. Ist vorbei. Schade, schade. Einmal zurück in die Garage. Aber wir haben einen mitgenommen, das ist sehr gut. So, jetzt gucke ich mal, dass ich die Cam nochmal drehe. So, und zwar ganz gechillt. So, einmal transformieren. Horizontal Spiegel. So. Ja, und den Chat würde ich sogar schon fast da lassen, wo er ist. Aber den kann ich ja einfach irgendwo hinschieben, wo ich ihn brauche. Das ist ja kein Thema. Ich mache da jetzt einfach einen 3D-Effekt mal raus. Und setze es dahin. Über den Chat. Fertig. So, okay. Dankeschön, Twit Enjoyer, für die Idee mit der Cam dahin zu setzen. Finde ich gut. So, wir haben Forschung leider nur irgendwie gefühlt, wenn überhaupt 1000 dazu bekommen. Haben aber hier die Aufträge fertig gemacht. Die Dailies. Bonusauftrag. Verdienen Sie 4500 Basiserfahrung. Dann wollen wir doch mal ins nächste Gefecht rein. Das ist noch alles da, die Reserven. Okay, los geht's.
Ach komm, sucht nicht so lange. Lies. Also, geht doch. Lakeville. Jo, gleiche Map nochmal. Sehr gut. Ja, die Cam könnte noch ein Ticken höher, ne? Ein Ticken höher. So. Der Chat passt genau hier rein. Perfekt. So. So sieht das schön aus. Vielleicht fahre ich diesmal in Richtung Dorf. Ich guck mal, wenn ich natürlich alleine bin, ist ganz doof. Habe ich keine Lust drauf. Und das könnte sogar fast passieren. Ich glaube, da lang, wo der T28 rumfährt, ist sehr, sehr doof. Aua, dankeschön. Ist ja nicht so, dass ich hier stehe. In der Hoffnung, dass der sich irgendwann noch bewegt. Ja, komm, dann fahre ich trotzdem mal wieder hier lang. So. Wow, unsere sterben da schon wieder. Das ist sehr gut. Wenn noch einer weggeht, werde ich mal, glaube ich, rüber in die Stadt fahren. Die sind zu zweit noch da. Das ist eigentlich ganz gut. Wir sind hier zu viert. T28, den hat es ja nicht lang da gehalten. Ja, ich muss jetzt auch nicht mich hier abschießen lassen. So, Leon. So, da bin ich wieder. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich schaue bei dir nie wieder Twitch. Warum? Was ist los?
What, hässlich und schief, die Kamera ist die ganze Zeit schon hier bei Twitch so in der. Beziehungsweise, ja doch nee, bei Twitch ist die ganze Zeit schon so, schief, sag ich mal. Und potthässlich würde ich nicht sagen. Wenn dann ist potthässlich nur, dass nur der, derjenige, der in der Kamera zu sehen ist. Ja, dir wäre gerade besser. Du bist ja eher dieser. Derjenige, der alles genau so haben möchte, damit es passt und sich zum Rest passt. Ich finde das aber ganz, ganz, ganz cool. Sieht nämlich so aus, als würde ich in das Game reinschauen. Doch, tatsächlich ist das die einzige Position im Moment, die wirklich Sinn macht, wo ich am wenigsten vom Gameplay verdecke. Alter, der hat einfach 1100 Schaden gemacht, okay. Ich kann zum nächsten Panzer. Oben links ist das Team, ist mein Team zu sehen. Das wäre dann doch schon wichtig. Also zumindest scheint das auch für Zuschauer immer wieder interessant zu sein. So, inklusive. Ja, nee, ich möchte das gerne erforschen. Wer will denn das Team wissen? Elite-Status. So. Was kostet denn der gute Panzer? Oh, den können wir uns leisten. Das ist sehr gut. Bitte kaufen. Ach, guck mal, wir haben. Nee, wir haben keinen Garagenplatz mehr. Zurück zur Garage. Kann ich auch nach Panzern filtern, die ich am wenigsten benutzt habe? Mietfahrzeuge. Mietzeitraum abgelaufen. Guck mal, den kann ich doch entfernen. Du als Mod hast recht, ja. Wir als Streamer sind jedoch ich als Streamer sitze am Ende jedoch immer noch am längeren Hebel. Du kannst den Vorschlag machen, links oben hin zu machen. Aber wenn ich sage, da oben ist das Team und das ist interessant zu sehen, dann ist das so. So. Warum ist es kein Garagenplatz mehr verfügbar? Kaufen Sie ein Fahrzeug. Okay, ich muss tatsächlich eins. Schade. Das Mietfahrzeug, was wollen Sie denn machen? Mich stumm. Nein, Leon, ich werde dich nicht stumm. Auf keinen Fall. Tatsächlich muss ich jetzt irgendjemanden hier, irgendein Fahrzeug hier rausschmeißen. Und ich werde wahrscheinlich das hier. Was ist das? Japaner? Ich weiß nicht, ob ich mit den Japanern mal spielen werde. Ich werde den, glaube ich, rausschmeißen, die Japaner. So. Habe ich jetzt Platz für den? Ja, habe ich. Sehr gut. So, die sind schon auf perfekt ausgebildet. Ausbilden. Bilden. Ausbilden. Also das Einzige, worauf ich mich einlassen kann, Leon, ist tatsächlich, dass ich sage, okay, wir machen den Effekt raus. Okay. So. Kann ich die Kerben nämlich auch noch ein bisschen mehr zum Rand setzen? Hupsa. Panzerbrechend. Ja, das passt so. Einmal Handfeuerlöcher. Einmal Hilfekasten. Einmal Ersatz. Bei dem anderen habe ich, glaube ich, nichts mehr, ne, was ich hier reinmachen kann. Nachladezeit verringern. Na doch, komm, ich nehme das mit.
das mit. Ja. So, noch ein äußeres. Noch ein bisschen größer, sagst du. Guck ich gleich mal. Ich guck gleich mal im Game. So, Abmarsch. Wie sie es macht. Gucken wir gleich im Game. Ja, sie kann auch ein bisschen größer. Tatsächlich, gebe ich dir recht. Verdeckt sie zwar so ein bisschen das Gegnerteam. Aber ja, gut. So, los. Wir fahren wohin? Wo fahren die Leute hin? Ich fahre mit ihm mal. Vielleicht folgen mir noch welche. Nee, mir folgt überhaupt niemand mehr. Wow, super. Wir sind jetzt zu zweit. Naja. Nicht so schlimm, aber mehr wäre natürlich geiler gewesen. Ich finde die Cam tatsächlich zu groß. Ich würde da gern, also wenn ich schon meine Cam einrichte, so dass man das, dass man was sieht. So. Dann so. Jetzt habe ich hier mein Teammate im Stich gelassen. Es behindert unser Baum noch. Come on. Wie lange noch? Ich denke mal noch so bis 0 oder so. Bis 0 Uhr. Den habe ich nicht gesehen, den habe ich zu spät gesehen, aber der Panzer lässt sich ja überhaupt nicht irgendwie mal. Ich mache nicht so viel Schaden, wie ich gerne machen würde tatsächlich. Natürlich das Teammate noch hier. Alter, wo schießt der denn hin?
Ach, gefühlt hat es auch mit der Munition nicht wirklich was zu tun, Leon. Ich hatte schon Munitionswechsel und hat es auch nichts gebracht. Ich habe gerade auch festgestellt, warum ich so null Präzision hatte beim Schießen. Weil der arme Mann da voll verletzt war. Ich habe eine polnische Panzer, ich bin zufrieden. So. Der ist down. Der hat wenigstens mal getroffen. Ja, komm vor, komm vor. Wir haben sie nicht mal angekratzt. War mal außen in dem Stein, hat meine Frau heute überrascht. Oh, mit was denn? Da habe ich den Kill geklaut. Wirkungstreffer. Der ging nicht durch. Schade. Aber ich habe mitgeholfen. Nicht übermütig werden, aber das sieht gut aus. Die Runde sieht bisher ganz gut aus. Wir müssen unser Kind haben mit Leiter an Abwehr, dass dies bei ihr stillt und ich bin. Oh, wie süß. Oh, Leon, das ist eine coole Überraschung. Das peppelt auf. Das peppelt ungemein auf. Das ist schön. Das ist nice. Der Mini Kowalski will auch einmal was. Sehr gut. Ja, du, das ist aber. Gerade so diese Mutter-Kind-Beziehung. Es ist schon. Das tut gut. Das tut gut, ja. Wenn du mit deinem Kind ein bisschen kuscheln kannst und es an dir liegt und. Einfach so ein bisschen. Bisschen auch so ein heimeliges Gefühl. Ich hasse Sommer, okay, weil dabei ist ja noch gar nicht richtig Sommer. So, erforschen. Was gibt's da? Was kann ich denn erforschen? Interessant wäre vielleicht erstmal die Panzerung. Ne? Ja, mache ich auch. Und 1, 2 habe ich noch über. Kann ich mir nichts leisten. Okay, gut. Dann soll mir das genügen.
Ich nehme ein paar Sprenggranaten mit. Es wird warm und dies bringt Nachteile. Für dich jetzt persönlich oder in deinem Beruf? Okay. Naja, man schwitzt halt, ne? Musst öfters duschen gehen. Ich glaube, es wird auch das letzte Match für heute Abend sein. Achso, okay. Ja, das Kuscheln könnte dann eine sehr, naja, schwitzige Angelegenheit oder rutschige Angelegenheit sein. Das könnte wohl. Das ist gut möglich, ja. So, ja, ich würde sagen, wir fahren wieder hier rechts lang. Da werden wahrscheinlich auch, wenn nicht sogar die meisten entlang fahren. Oh, je wärmer es wird, umso weniger wird der Kopf gekrault. Oh je. Ich liebe den Sommer. Dann wird kalt. Und Nähe wärmt. Den Winter. Da, ja. Ja, im Winter muss man näher zusammenkommen, näher mehr kuscheln, damit einem warm wird. Und ist schon ganz cool. Aber ich sag mal, ich mag aber auch den Sommer. Weil dann kannst du auch mal schön lang abends noch draußen sitzen, ja. Und es haben beide Jahreszeiten ihre positiven und negativen Seiten, ne? Ich fahr, glaube ich, mal zurück. Da sind viele Leute hinten, die vielleicht Hilfe brauchen. Ja, komm, trau dich. Oh, nee, Alter.
Weil es steht direkt einer vor mir, ne? Was soll ich machen? Der ging voll durch ihre Panzerung. Was soll ich machen, wenn die eigenen Teammates nach vorne brechen, Alter? Nee, vor allem in der Küche. Mit der ganzen Hitze an den Kunden, die nach Schweiß riechen. Ja. Kann ich nachvollziehen. Also das gerade dieser Schweißgeruch dann, das ist eine der Sachen, die auf der Negativseite stehen. Das ist wohl richtig. Ja, wir haben gut Punkte gemacht, aber die waren einfach ruckizucki bei uns in der Base drin. Das war nicht so cool, tatsächlich. Das war nicht so cool. Was kann ich denn mit 1.9 erforschen? Wir erforschen damit... Ach, ich würde sagen tatsächlich hier den Funk, ne? Den Funk. Bitte kaufen. So. Ja, Leon, ich gehe jetzt auch hier in den Chat-Modus sage einmal dir gute Nacht. Ich sage dem guten Twitch-Enjoyer gute Nacht. Schön, dass du noch hier am Ende dabei warst. Und ja... Ich wünsche euch morgen einen schönen Tag. Morgen bin ich nicht live. Wenn alles gut läuft, morgen ist Dienstag, am Mittwoch. Ansonsten definitiv dann einfach wirklich am nächsten Streaming-Tag. Ihr könnt es auf allen Plattformen und auf allen Seiten, die ich so verlinkt habe, nachlesen, wie der Streaming-Plan ist. Und bis dahin sage ich, tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Macht's gut, liebe Leute. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal.